Obstler! Soll ich so Obst dabei stellen? Er soll hier auflegen, mein Gott! Deshalb mache ich das! Also wegbringen, die Krabatte! Ja, jetzt her! Die Krabatte her! Ah! Ah! War eine mega Schicht, Jungs. Du, Conor, du kannst Feierabend machen. Wir machen das schon. Ja, wirklich? Ja, wirklich. Ja, okay. Kannst gehen. Mega. Dann schönen Feierabend, Jungs. War Hammer heute. Ciao. Ciao, Digi. Hallo. Ich mach Feierabend, ja? Ich würde mich gerne noch kurz mit dir unterhalten wollen. Okay. Okay. Klar, brauchst du wegen der DJ-Sache? Nee, bezüglich deiner Arbeit. Hey, es lief heute wirklich gut, ne? Also, die VIP-Tische waren voll, die Bar lief super. Okay, klar, wir haben Freigetränke rausgegeben, aber das war strategisch. Also, wir haben dadurch super viel Kasse gemacht. Okay. Wegen der Sachen. Conor? Ja. Ich bin sehr, sehr stolz auf deine Arbeit. Du machst eine super Arbeit, wirklich. Seitdem du für Pete hier als Nightshift-Manager tangierst, machst du dich wirklich gut. Du kommst bei den Gästen gut an, du kommst bei den Mitarbeitern gut an. Du sorgst hier für eine super Stimmung. Du baust hier Stammkunden auf, die Kasse klingelt und du hast nebenbei noch ein Auge für das ganze Geschehen hier. Das ist super. Dankeschön. Ja, bitte. Das ist echt cool. Und seitdem Mike im Krankenhaus ist, gibst du hier noch mehr Gas. Also, bravo. Danke. Cool. Pass auf, ich habe mit deinem Papa telefoniert, der übrigens auch sehr, sehr stolz auf dich ist. Wir haben uns abgesprochen und wenn du möchtest und wenn du darauf Bock hast, können wir dich ein bisschen weiter aufbauen. Ich meine, du hast ja schon mal die Leitung des Matrix übernommen, als Mike bei mir in Österreich war. Ja. Und würde dich jetzt hiermit offiziell fragen, ob du Lust hast, aufzusteigen. Ja, natürlich. Ja, ja klar. Cool. Dann würde ich sagen, übernimmst du die nächste Schichtbesprechung? Dann sehen wir uns. Ja, wunderbar. Cool. Ich bin stolz auf dich. Danke. Wow, damit hätte ich jetzt null gerechnet, dass Miller mich heute so hypt. Die Chance lasse ich mir nicht entgehen, ihr und meinem Vater zu beweisen, was ich drauf habe. Krass. Was ist los mit dir? Du hast so einen Dachschaden, Junge. Als würde es nicht reichen, dass ich schon deinen Bruder habe. Was willst du? Ja, vergiss es. Nino, vergiss es. Lass es, ist mein neues Ladenbrot. Okay. Hör auf. Nino! Howdy. Hallo. Na? Warum bist du schon wach? Ich konnte nicht mehr schlafen. Warum nicht? Das glaubst du nie. Okay, pass auf. Ich hatte gerade eben ein Gespräch mit Miller. Und sie hat mir zugesichert, dass ich ab jetzt mehr Verantwortung Matrix übernehmen werde. Geil! Ja, nicht nur geil. Weißt du, was es bedeutet? Ich werde der Chef von Matrix werden. Früher oder später werde ich der Chef von Matrix sein. Okay, okay. Schatz, jetzt komm mal wieder runter. Sie hat dir nur mehr Verantwortung gegeben. Ja, bist du doch nicht direkt der Chef. Schatz, denk mal weiter. Denk mal ein paar Schritte weiter. Okay. Miller ist schwanger, ist raus. Mein Vater ist raus. Pete, Blindarm-OP, ist ein alter Mann, hat einen alten Körper, ist bald raus. Das bedeutet, zuerst löse ich Pete als Nightshift-Manager ab und dann übernehme ich die ganze Bude. Und Mama und... Mama? Papa, hast du jetzt gerade meine Cousine, deine Mama genannt? Papa und Miller werden... Papa und Miller? Ja. Papa und Miller bleiben die Eigentümer. Okay, hört sich prinzipiell schon mal ganz gut an, ja. Ja, und weißt du, was ich machen werde, wenn ich der Chef von dem Laden wäre? Boah, ich mach das zum krassesten Club Berlins, ne? Es läuft keine Charts mehr, es läuft kein Techno mehr, nur noch Hip-Hop und R&B. Die ganze Zeit Chris Brown in deine Ohren, Alter. Ich bin gespannt, ist aber auf jeden Fall noch ein langer Weg bis dahin. Ja. Ein sehr langer Weg. Ist ein langer Weg bis dahin, aber solange ich jetzt noch Zeit habe und noch nicht Chef bin, sollten wir die vernünftig nutzen. Also komm, gefällt mir sehr, sehr gut, aber ich muss arbeiten. Im Crash. Ja, das ist uns egal. Das ist uns nicht egal. Let's go. So, wie bereits angekündigt, macht Conor heute die Schichtbesprechung. Okay. Viel Spaß. Jo. Danke. So, eigentlich relativ easy heute. Wir haben eine neue Gin-Lieferung. Mhm. Alle VIP-Tische sind weg, bis auf einer und ein Geburtstag sitzt an einem Tisch. Klar. Ihr kennt ja das... Ja, genau, der zweite. Ihr kennt ja das Prozedere, nichts Besonderes. Für den Gin könnt ihr euch
Entscheidet einfach selbst, wie ihr es am besten machen wollt, wie es am besten ankommt. Shots, ja, genau, ihr könnt Shots austeilen, ihr könnt sonst aber auch Freigetränke. Mensch, gut! Bevor du dich ausmalst, sing mal kurz. Connor, Mensch, kannst du die Erwachsenenkleidung wieder ausziehen? Holst du am Eingang dein Skateboard wieder? Hier ist mit Freunden Eis essen. Ich übernehme mal kurz hier. So, hallo, Pete, was machst du hier? Du wurdest vorgestern operiert? Ich arbeite hier. Dann solltest du im Krankenhaus liegen und nicht hier jetzt. Krankenhaus, danke für den Mitgefühl. Krankenhaus war früher, zu meiner Zeit haben die Krankenschwestern Heils getragen, verstehst du? Und heute haben die Crocs an und Karnetz. Da beugt euch mal ein Krankenhaus. Außerdem muss der Laden laufen. Was denn, Dicker? Ja, es ist gefährlich, wenn du hier stehst. Ich übernehme jetzt deine Schicht. Also, Konrad, haben wir ja gerade gesehen, bevor du Ballons aufbläst und mit Modellage anfängst. Es ist ja eine Diskothek, die muss straff geführt werden. Deswegen bin ich wieder da, verstehst du? Ja, ich weiß, was wir gestern für Umsatz gemacht haben, Piet. Wirklich, was redest du hier? Gib mir das einfach wieder, geh nach Hause, kurier dich aus. Ruhig schon mal, tust du mir fallen, lass dir eine Kohle eben irgendwas, aber lass mich mal meine Arbeit machen, das müsste ich dich leider raustragen lassen. Guckst du mal meine Arbeit drauf, was ich vom Beruf bin und was du ja teilweise eigentlich auch, weißt du? Deswegen macht das jetzt Sinn. So, gut, haben wir geklärt. Bevor ihr allein Pelle sich aussieht, Konfetti hier rumlegt, macht das keinen Sinn. Was für ein Idiot. Aber wenn Pete glaubt, ich lass mir jetzt hier von ihm die Butter vom Brot nehmen, dann hat er sich getäuscht. Ich wollte gerade vor den Mitarbeitern einfach nur nicht unprofessionell eine Szene machen. Aber Miller hat da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Miller, es ist doch total unverantwortlich, wenn wir den wieder arbeiten lassen. Was er hat gestern oder vorgestern seine Kack-OP, was, wenn die Narbe wieder aufgeht? Du machst dir Mitleid, Digga. Wolltest du in mein Krankenhaus kommen, meinen Namen einreihen? Mit was ist denn, wenn deine Narbe wieder aufgeht? Dann fällst du länger auf. Du machst dir Sorgen über den Namen, Digga. Also, der Laden muss laufen. Wir können ja keine Leute von der Klassenbahn mit der Latzhose hinstellen. Was ist denn von der Klassenbahn? Piet, was geht? Du wolltest Ballonstoff blasen. Scheiße. Nee. Wirklich? Hier. Ja, es war meine Idee, Connor einzustellen. Ja, siehst du. Du warst im Krankenhaus. Mike ist nicht da. Ich weiß nicht, seht ihr ja, und den Job habe ich ja auch gut gemacht. Was hast du gemacht, Digga? Ja, aber du bist noch krank. Das war kurz vorm Spielen, da lag schon Teppich mit Konfetti. Es ist ein Erwachsenenbetrieb, Digga. Was denn für Erwachsenenbetrieb? Meine Fresse, weißt du was? Ach, kleben Sie doch bitte. Setz den Helm auf. Pass auf, bist du genesen? Bist du wieder fit? Sitz im Rollstuhl, da natürlich bin ich genesen. Du Leitschiffmanager, er Barchef, raus. Also, ist nicht geklärt, erkleben bitte da. Damit kannst du ihn hier arbeiten, Digga. Was? Du kannst ihn doch nicht einfach wieder hier, hä? Du hast mir mehr Verantwortung gegeben, ne? Ich weiß, aber Pete ist jetzt wieder da. Ich kann ihn nicht degradieren. Der arbeitet hier seit Anno X. Ja. Der Laden, ich muss leider an den Laden denken. Connor, Barchef ist keine schlechte. Du hast das super gemacht. Du bist super professionell. Du bist ein krass geiler Barchef. Irgendwann wird das, okay? Aber jetzt gerade ist es schwierig. Ja? Ey, ich bin wirklich krass enttäuscht von Miller, dass sie sich einfach so leicht von Pete einlullen lässt und mich direkt über die Klippe wirft. Mein Vater hätte komplett anders reagiert. Ey, kannst du mir mal erklären, was du hinter der Bar machst? Wolltest du nicht Miller zeigen, dass du mehr Verantwortung übernehmen kannst? Haha, ja. Dann ist etwas namens Pete dazwischen gekommen. Und? Ja. Der sollte eigentlich jetzt noch im Krankenhaus liegen und das in 2 Wochen wiederkommen, aber ein Scheißdreck. Aber das Ding ist, ich bin nicht mal sauer auf Pete. Ich bin einfach nur super enttäuscht von Miller. Die hätte einfach Pete nach Hause schicken sollen und mir meinen Weinbereich überlassen, den sie mir ja heute Morgen noch gegeben hat. Und jetzt habe ich einfach das Gefühl, die vertrauen mir nicht mehr. Und okay, Schatz. Ganz ruhig. Hallo, können wir mal den Kopf hoch machen? Wo ist jetzt das Problem? Klar, Pete ist vielleicht ein Hindernis, aber Pete, gegen Pete kommst du locker an. Das ist deine Chance, Schatz. Mach den Kopf hoch. Jetzt kannst du zeigen, dass du wirklich Verantwortung übernehmen kannst. Beweis es hier. Let's go. Ja, okay. Du hast recht. So ist schon viel, viel besser. Also, let's go. Was ist der Plan? Das ist DJ Max, Mann. Hi. Hi. Herzlich willkommen in Matrix. Ein sehr bekannter DJ. Hi, Tony. Was verschlägt euch hier hin? Ja, die Tänzerin von uns war mal hier, hab euch getanzt, hat den Laden mega abgefeiert. Okay. Und ja, wir waren hier und haben gedacht, komm mal rein. Krass, okay, hey, mega. Was habt ihr gekriegt? Direkt einen VIP-Tisch. Da oben links könnt ihr gleich hingehen. Okay. Freigetränke, was wollt ihr haben? Wodka? Wodka, oh, ja. Mega, okay, dann schönen Abend, Jungs. Wir sehen uns gleich. Okay, perfekt. Tara, kannst du bitte die Bar übernehmen, kurz? Ich muss schon die Gäste kümmern, ja? Okay, danke. Alter, Schatz, die Gäste, also dieser DJ kommt wie gerufen. Wenn ich diesen DJ dazu bewegen kann, eine Matrix aufzulegen,
Dann ist vorbei. Dann weiß Miller, wer der bessere Nightshift-Manager ist. Liebe dich. Bis gleich. No offense, Gap. Ich warte zu Hause auf dich, okay? Okay. Du machst das. Du bist der Beste. Bis gleich. Das wollte ich nicht. Hey. Hey. Also. Danke dir, Tamara. Ganz kurz. Also okay ist mit Pete, oder? Ja, Pete ist im Krankenwagen, keine Gefahr. Alles klar. Okay, gut, dann. Hat sich einfach mal angestellt. Okay, ich geh schon mal. Alles klar. Oh Gott. Haben wir nicht heute über Professionalität gesprochen? Was war das gerade? War das professionell, oder? Hallo? Hm? Du warst nicht dabei? Also, wenn da irgendjemand dran schuld war gerade, dann war es Pete. Ich habe gesagt, der kann auch nicht arbeiten. Also wenn der sich wie so eine Pussy an der Champagnerflasche festgreift, dann, ja, genau, dann platzt halt die Naht auf. Und dein Ehrgeiz ist mittlerweile so groß und so weit, dass du dich mit Pete wegen einer Champagnerpulle streitest und zankst oder was. Das eskaliert so. Darum geht es doch gar nicht. Ich habe heute Morgen mitbekommen, dass du einen DJ suchst. Also ich habe dann DJ Max im Publikum gespottet, habe den am Tisch gegeben, bla bla bla, ein bisschen eingelullt, damit der hier auflegt. Pete hat das natürlich überhaupt nicht gepasst, bis er dann herausgefunden hat, wer das ist. Und dann war es natürlich trotzdem okay. Aber er wollte das alles übernehmen. Aber es hätte niemals funktioniert, wenn er es übernommen hätte. Klar, und deswegen, ja, nein, also deswegen ist dann diese scheiß Rangelei entstanden. Okay, Connor, und die ganze Aktion war nicht, weil du irgendwie Max beeindrucken wolltest, sondern weil es einfach nur ein Schwanzvergleich mit Pete war. Wer ist hier der beste Nightshift-Manager? Das ist total aus dem Kontext rausgerissen. Nein! Es ging mir nur um das Beste fürs Matrix und nichts anderes. Ey, du weißt aber, dass Pete hier der Nightshift-Manager ist, okay? Nicht du. Ja. Er macht den Job hier erst seit Jahren in diesem Laden, okay? Okay, aber... Okay, dann tut mir leid, dann... Das ist der Einzige, der sich gerade wirklich kindisch und unprofessionell verhält, bist leider du. Dann habe ich mich, tut mir leid, in dir geirrt und du bist vielleicht doch noch nicht so weit für alles hier. Okay, weißt du was? Nee, scheiß drauf. Dann such dir einen neuen Barchef. Auf sowas habe ich keinen Bock. Ganz ehrlich, Pete verhält sich wie der letzte Otto und ich bin kindisch? Sowas muss ich mir wirklich nicht sagen lassen, vor allem nicht von der Frau meines Vaters. Ganz ehrlich, tschüss, Matrix. Hey Miguel, ich muss dir unbedingt was erzählen. Hast du im Lotto gewonnen oder was ist das für eine Kohle? Willst du anschaffen? Das Tanzen macht einfach übel viel Spaß. Dann kannst du mir jetzt auch endlich mal erklären, ob du es nur machst, um Miller eins auszuwischen? Warum willst du mir den Job denn so vermiesen, wenn du gerade siehst, dass ich übel gute Laune habe? Ist das Neid oder so? Boah, worauf soll ich denn neidisch sein? Weiß ich nicht, ich verdiene halt gerade extrem gut Geld. Hab bald meine erste eigene Wohnung und kein Kind. Wir müssen einen zweiten Mitarbeiter aussuchen. Basti könnte helfen. Was? Ja. Ach, herrlich, danke. Das gehört zum Tellerkonzept, das hab ich... Warum wischst du das weg? Aber spinnst du?